Auch Wolfsburg mit Heimsieg FC Bayern zurück in der Spur, Rainier trifft erstmals für BVB, Schalke geht unter der FC Bayern um die wirkungsvollen Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry hat sein kleines Bundesliga-Team. Nach zwei sieglosen Spielen gewannen die vorne überzeugenden und hinter nicht immer sicheren Münchner am Samstag gegen FC Köln mit 5:1, 2:0 zum Erik-Maxim Choupo-Moting, 18. Minute, mit seinem ersten Ligator für die Bayern und Weltfußballer Robert Lewandowski. 33 sorgten für die beruhigende Pausenführung, ehe Yesiri wieder Spannung aufkommen ließ. 49 Punkte nur 31 Sekunden nach seiner Einwechslung legte Müller im ersten Einsatz nach seiner Corona-Infektion für Lewandowski auf, der mit Saisontor 28 zum 3:1 erhöhte. 65 Punkte wie Müller eingewechselten Gnabry machte nach auskuriertem Muskelfaserriss dann alles klar. 82, 86. Übersicht: Schalke kassiert 5 Gegentore beim VfB Stuttgart. Inmitten erneuter Unruhe rückt der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Bundesliga. Wenige Stunden nach dem Dementi einer angeblichen Spielerrevolte gegen Trainer Christian Groß verlor der einstige Champions League-Dauergast am Samstag beim VfB Stuttgart mit 1:5, 1:3 nach den Gegentoren von Wataru Endo. 10. Minute / 26. Sasa Kalajdzic. 34. Philipp Clement, 88. Und Daniel Didavi, 90 Punkte plus 2. Schwinden die Hoffnungen auf ein Klassenverbleib, wundert fahrlässiges Verteidigen bei Standardsituationen führte zur nächsten Niederlage. Das Tor von Kapitän Sead Kolasinac, 14, war zu wenig. Nabil Bentaleb verpasste es mit einem verschossenen Elfmeter. 72. Schalke auf 2:3 heranzubringen und auf einen Punkt Hauptmarktwert ist. Mittelstürmer 7,00 Millionen Euro, das keine Ruhe einkehren konnte, war schon vor dem Anpfiff ein Clubsprecher wies Medienberichte vehement zurück, wonach Schalker Führungsspieler einen erneuten Trainerwechsel gefordert. Der Schweizer Groß ist bereits der 4. Schalke-Trainer in dieser Saison, eine Besserung aber deutet sich nicht an, auch wenn sich die Gäste in der zweiten Halbzeit wehrten. Der abgeschlagene Tabellenletzte ist jedoch schon wieder 8 Spiele ohne einen. Der VfB, selbst mit einem Machtkampf und einer Datenaffäre belastet, kann dagegen sogar auf die Europa-League-Plätze schielen und zunehmend für eine weitere Saison in der ersten die Schalke-Bank seit 2000 von Stevens, Gramotzes, 19 Chef und 8 Interimstrainer Hub Stevens, Amtszeit, 1996 bis 2002 bis 241 Spiele, Punkteschnitt, 1,57, Copy Imago Images 1,27, Frank Neubart, Amtszeit, 2002 bis 2003 bis 37 Spiele, Punkteschnitt, 1,59, Copy Imago Images 2,27, Mark Wilmots, Interimstrainer 2003 bis 8 Spiele, Punkteschnitt, 1,25, Copy Imago Images 3,27, Jupp Heynckes, Amtszeit, 2003 bis 2004 bis 57 Spiele, Punkteschnitt, 1,72 und Copy Imago Images 4,27, Eddie Achterberg, Interimstrainer 2004 bis 4 Spiele, Punkteschnitt, 2,25 und Copy Imago Images 5,27, Ralf Rangnick, Amtszeit, 2004 bis 2005 bis 65 Spiele, Punkteschnitt, 1,92 und Copy Imago Image 6,27, Oliver Reck, Interimstrainer 2005 bis 1 Spiel, Punkteschnitt, 0 und Copy Imago Image 7,27, Mirko Slomka, Amtszeit, 2006 bis 2008 bis 109 Spiele, Punkteschnitt, 1,79 und Copy Imago Image 8,27, Mike Gustens, Interimstrainer 2008 bis 6 Spiele, Punkteschnitt, 2,67, Imago Images 9,27, Fred Rutten, Amtszeit, 2008 bis 2009 bis 37 Spiele, Punkteschnitt, 1,54 und Copy Imago Images 10,27, Mike Büskens, Interimstrainer 2009 bis 9 Spiele, Punkteschnitt, 1,44 und Copy Imago Images 11,27, Felix Magath, Amtszeit, 2009 bis 2011 bis 79 Spiele, Punkteschnitt, 1,80 und Copy Imago Images 12,27, Seppo Eichkorn, Interimstrainer 2011 bis 1 Spiel, Punkteschnitt, 0 und Copy Imago Images 13,27, Ralf Rangnick, Amtszeit, 2011 bis 2011 bis 23 Spiele, Punkteschnitt, 1,52 und Copy Imago Images 14,27, Seppo Eichkorn, Interimstrainer 2011 bis 1 Spiel.
14 bis 76 Spiele, Punkteschnitt 1,63 und Copy Imago Image 1727. Roberto Di Matteo, Amtszeit 2014 bis 2015 bis 33 Spiele, Punkteschnitt 1,48 und Copy Imago Images 1827. André Breitenreiter, Amtszeit 2015 bis 2016 bis 44 Spiele, Punkteschnitt 1,59 und Copy Imago Images 1927. Markus Weinzierl, Amtszeit 2016 bis 2017 bis 50 Spiele, Punkteschnitt 1,52 und Copy Imago Images 2027. Domenico Tedesco, Amtszeit 2017 bis 2019 bis 75 Spiele, Punkteschnitt 1,57 und Copy Imago Images 2127. Hugo Stevens, Interimstrainer 2019 bis 10 Spiele, Punkteschnitt 1,00 und Copy Imago Images 2227. David Wagner, Amtszeit 2019 bis 2020 bis 40 Spiele, Punkteschnitt 1,20 und Copy Imago Images 2327. Manuel Baum, Amtszeit 9. bis 18. Dezember, Punkt 2020 bis 11 Spiele, Punkteschnitt 0,64 und Copy Imago Images 2427. Hub Stevens, Interimstrainer von 12. bis 26. Dezember, Punkt 2020 und Copy Imago Images. Bilanz: eine Niederlage in der Bundesliga und ein Sieg im DFB-Pokal 25-27. Christian Groß, Amtszeit 7.12.2020 bis 28. Februar 2021. Punkteschnitt 0,45 und Copy Imago Image 26-27. Dimitrios Gramotsis, seit 0.03.2021 im Amt und Copy Imago Image 27-27. Rainer mit Premierentreffer für BVB bei souveränen Sieg gegen Arminia Bielefeld. Borussia Dortmund macht im Kampf um die Champions League Qualifikation weiter mit dem 3:0. Über Arminia Bielefeld verkürzte das Team von Trainer Edin Terzic den Abstand zu Rang 4 auf 3. Zwar bot der BVB keine so starke Vorstellung wie zuletzt gegen Sevilla, 3:2, und Schalke, 4:0, ersparte sich aber einen weit im leeren Signal. Iduna Park sorgten Mahmoud Dahoud, 48. Minute, Jadon Sancho, 8:5, Foul Elfmeter, und Rainier, 81. Nur 28 Sekunden nach seiner Einwechslung für den Verdient. Bayern bis Schalke dagegen gelang den Drittletzten aus Bielefeld zwei Wochen nach dem Coup von München, 3:3, keine weitere Überraschung. Nach nunmehr 5 Spielen in Serie ohne Sieg wächst die Abstiegsgefahr. Castells 2:0-Serie geht weiter, 2:0 Sieg gegen Hertha BSC. Mit einem glücklichen Arbeitssieg hat der VfL Wolfsburg seine beeindruckende Erfolgsserie weiter fortgesetzt und zugleich die Abstiegssorgen von Hertha BSC deutlich erhöht. Die Niedersachsen gewannen gegen die Hauptstädter mit 2:0, 1:0 und sind nun in der Bundesliga bereits seit 9 Partien. Mit dem 7. Spiel in Serie ohne Gegentor festigte das Team von Trainer Oliver Glasner den 3. Tabellenplatz und nutzte den Patzer von Verfolger Eintracht Frankfurt, der am Freitagabend bei Werder Bremen mit 1:2 verlor. Marktwert M. Lacroix, Innenverteidiger, 17,00 Millionen Euro. Die Berliner sind dagegen nun bereits seit 9 Begegnungen ohne Dreier und stellten damit ihren Negativrekord aus dem Frühjahr 2014 ein. Hertha-Coach Pel Dardai wartet seit seiner Rückkehr immer noch auf den ersten Sieg. Mit großen Investitionen und Ambitionen in die Saisons gestarteten Berliner sind weiter punktgleich mit Aufsteiger Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Der FSV Mainz 05 kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Augsburg aber noch an dem Duo Vorwart Haaland knapp hinter Silva, die Bundesliga-Torjägerliste. Erster Robert Lewandowski, FC Bayern, 22 Spiele, 28 Tore im Copy Imago Image Marktwert, €1,17. Zweiter André Silva, Eintracht Frankfurt, 21 Spiele, 19 Tore im Copy Imago Image Marktwert, €7,17. Dritter Erling Haaland, BVB, 18 Spiele, 17 Tore im Copy Imago Image Marktwert, €110,317. Vierter Wout Weghorst, VfL Wolfsburg, 23 Spiele, 14 Tore und Copy Imago Image Marktwert,
30 Mio. Euro 4-17 5. André Kramaric, TSG Hoffenheim, 17 Spiele, 13 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 32 Mio. Euro 5-17 6. Silas Wamangi Tuka, VfB Stuttgart, 22 Spiele, 11 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 25 Euro 6-17 6. Sasa Kalajic, VfB Stuttgart, 22 Spiele, 11 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 7 Euro 7-17 8. Thomas Müller, FC Bayern, 21 Spiele, 10 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 5,3 Euro 8-17 9. Jaus Stengel, Borussia Mönchengladbach, 23 Spiele, 10 Tore und Copy Imago Images Marktwert, Euro 9-17 10. Lukas Alario, Bayer Leverkusen, 18 Spiele, 9 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 20 Euro 10-17 11. Jean-Philippe Mateta, FSV Mainz 05, Lille Crystal Palace, 15 Spiele, 7 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 5 Euro 11-17 12. Vincenzo Grifo, SC Freiburg, 22 Spiele, 7 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 10 Euro 12-17 12. Nils Petersen, SC Freiburg, 22 Spiele, 7 Tore und Copy Imago Images Marktwert, Euro 13-17 14. Max Kruse, Union Berlin, 10 Spiele, 6 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 6 Euro 14-17 15. Nicolas Gonzalez, VfB Stuttgart, 14 Spiele, 6 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 25 Euro 15-17 16. Patrick Schick, Bayer Leverkusen, 17 Spiele, 6 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 25 Euro 16-17 17. Matthäus Cunha, Hertha BSC, 21 Spiele, 6 Tore und Copy Imago Images Marktwert, 3 Euro 17-17 Zwar zeigte die Hertha in Wolfsburg eine gute Leistung, belohnt wurde das aber nicht. Ein Eigentor von Lukas Klünter, 38. Minute, und ein Kopfballtreffer von Maxence Lacroix, 9 Uhr, besiegelten den nächsten Rückschlag. Zudem mussten Matthäus Cunha und Sami Khedira angeschlagen beim VfL Wolfsburg sah Marin Pongratzik in der Nachspielzeit gelb-rot, 90 Punkt plus 4.